So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin eine Tasse Tee LP und ich spiele heute mit euch Ace of Spades. Es ist ein Ego-Shooter mit Minecraft-Grafik, bei dem wir die Map, die übrigens aus Würfeln besteht, so wie bei Minecraft, verändern können, indem wir Blöcke einreißen oder hinzufügen. Hier sind nur die Controls, die Kontrollen. Ich join das blaue Team, hab hier drei Waffen zur Auswahl, einmal eine Art Sniper, eine Art Maschinengewehr und eine Shotgun. Ich entscheide mich für meinen Kaliber, nämlich Shotgun. Gehöre zum blauen Team. Oben rechts seht ihr es. Ich muss hier zum Grün, muss möglichst viele von den Grünen abschießen. Ihr seht hier wirklich alles in Minecraft-Grafik. Ich kann hier die Blöcke abbauen oder mit so einem Special Move gleich ganz wegmachen. Ich kann aber auch so machen und Blöcke der Welt hinzufügen. Also könnte ich mir einen Sniper-Turm bauen, eine Barrikade oder ähnliches. Und wir begeben uns... Oh nein, 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 ich möchte nicht Selbstmord begehen. Danke der Nachfrage. Hallo. So, einfachster Weg. Das ist übrigens online, also bietet kein Missionensystem. Ich weiß... Nein, verdammt! Verdammt, sagst! Wer zur Hölle war das? Mal gucken, meine Teamkollegen, wie die sich hier so schlagen. Ich habe gerade keine Ahnung, wo hier der Gegner ist, ja? Wenn er da oben steht, dann werde ich ihn mal runter schlagen. Bam! So, da stand aber keiner. Und ich schmeiße eine Granate ins Licht! Was? Was zur Hölle? Das war jetzt mein Teamkollege, hä? Du? Hä? Johann, 1954. Boah. Ach, die greifen von oben an, die Drecksäcke. Boah. Wie mies. Ich hab's Gefühl, ich werde gleich sterben. Und zwar, ja. Diesen Spiel... Nein. Wo zur Hölle sind die? Kili Punin hat mich gekillt. Noch einer tot? Noch einer? Verdammt. Dann renne ich mal Richtung gegnerisches Lager. Mein Teamkollege ist das. Da ist einer. Ich glaube, Shotgun bringt auf die Entfernung keinen Meter. Und das sind übrigens auch meine Teamkollegen. Und ratet mal, wie ich in dem Spiel heiße. Natürlich eine Tasse DLB. Da ist jemand, da ist jemand. Ich habe dich gesehen. Zeig dich. Da habe ich eine Idee. So. Wenigstens ein bisschen Schutz. Oder nee, war schlecht. So. Ja, perfekt. Drei. Bisschen Barrikade hier aufgebaut. Da ist jemand. Verdammte Scheiße, da war jemand. Ich hab's genau gesehen, du brauchst gar nicht zu verstecken. Und ich gehe hier ein bisschen weiter. Verdammt, verdammt, hier ist das Lager. Hier ist die Hauptbasis. Nein! Wo zur Hölle? Nein! Nein! Scheiße! Ah, hat die nicht erwischt. Hätte ich mal Shotgun. Jump ein bisschen durch, vielleicht trifft er uns ja nicht. So doof zum Schießen. Gott. Übrigens, er hat das Spiel einen Unterschied zu Minecraft, nämlich, wenn man hier untere Blöcke abbaut, wie man vorhin gesehen hat, stürzt gleich mit den Gesetzen der Schwerkraft alles ein. What the? Da ist er, da ist er. Hab dich gesehen. Zeig dich. Boah.
Jetzt hat er eine Granate geworfen. Ja, komm, zeig mal dich, wie du dich hier schlägst. Ich hab eine Idee. Wir wechseln Waffen. Das ist übrigens Selbstmord. Oh. Noch jemand von meinen Teamkollegen ist tot. Hier kann man übrigens die Sicht des Spielers wechseln. Und so, ich versuche mich mal ein bisschen höher zu kommen. Dann muss ich noch dazu sagen, das Spiel hat kein Level-System. Also ist einfach nur aus Funda. Das ist mein Teamkollege. Und ja, ich weiß noch nicht, wie lange das Let's Play dauern wird. Ich denke, wenn es mir oder euch zu langweilig wird, breche ich es einfach einmal ab. Da ist jemand. Da ist er, habt ihr ihn gesehen? Erstmal ein bisschen decken. Boah, diese Spannung, die knistert ja schon. Knister, knister. Da ist er, ich hab ihn. Verschanzt er sich natürlich. Wie komme ich hier rüber? Runter. Oh Gott! Gegner hat gewonnen, Mann. Verstehe ich nicht. Was? Zur Hölle? Mann! Nein! Boah, du Arschloch! Hier, hier! Boah, Mann! Und einen Moment. Und wir laufen hier ein bisschen weiter. Da mein Kumpel ja so schlau war und die Brücke zerstört hat, die einzige Brücke, habe ich keine Ahnung, wie ich jetzt zurück, wie ich hier zum Gegnern komme. Aber boah, hier Geschicklichkeitsübung. Hier muss er irgendwo sein. Hier ist er. Hier ist er. Vorne irgendwo ist sein Lager. Oh, mit eigenen Waffen wird er geschlagen. Hier. Und hier. So. Sie ist hoffentlich tot. Nein. Wie? Doch, komm! Boah, dieses Spiel ist so mies. Gucken wir uns wenigstens die Screens von unseren Mitspielern an. Und weiter geht's im Programm. Wir laufen hier durch. Wenn der jetzt die Brücke zerstört, kriegt dabei echt aufs Maul. So, da drüben müsste der Gegner sein. Da ist jemand. Oh Mann, wieso kill ich die nie? Will auch mal einen Kill haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Ohne Leben zu verlieren. Nice. Nein, unzerstörbare Mensch. Oh. Ich hab gedacht. Kann mir auch seine Map selber herstellen. Ich habe so einen ganz perfiden Plan. Ich unterlaufe den Gegner mal so gut ich kann. Dazu muss ich aber irgendwie nach rechts. Hallo, weg mit dir. Die böse Decke. So. Oh, komm. So. Schön weiter. Hier bin ich schon draußen. Was? Nein! Oh Gott, nein! Nö. Also dieses Spiel ist mir viel zu schwer. Also habe ich mal eine Idee. Wir wechseln einfach Maps.